Sie hören die Tübinger Telefonandacht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Die Losung für heute steht im Psalm 39. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Diese Losung mutet uns heute etwas zu. Alles ist nichts. Alles, was ich bin und habe, alles, was ich mir aufgebaut habe, ist wie ein Nichts. Mein Kontostand bedeutet nichts. Meine hart antrainierte Höflichkeit und Freundlichkeit auch nichts. Mein ein guter Mensch sein, mein Bestes geben, selbst das ist letztlich nichts, heißt das doch. Im Vergleich zu Gottes Wissen, zu seiner Größe, da ist das alles nichts. Das relativiert. Immerhin relativiert es das Gute wie das Schlechte. Denn auch wenn mir Hass oder Verachtung entgegenschlägt, bedeutet ja auch das nichts. Wenn ich nicht weiß, ob ich wirklich genug gegeben habe, für meine Kinder, für meinen Partner, bei der Pflege meiner Eltern, vielleicht war es zu wenig, aber das ist es letztlich immer. Und dann weiß ich, ich brauche doch immer Hilfe. Hilfe auch von Gott, der mich und alles erst vervollständigt und ganz macht. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ganz eindrücklich vertont ist dieser harte Satz aus unserer Losung von Johannes Brahms in seinem deutschen Requiem im dritten Satz. Der Chor wiederholt diese niederschmetternden Sätze, bevor der Bariton dann die entscheidende Frage stellt. Nun Herr, wes soll ich mich trösten? Und ab da herrscht pure Verzweiflung. Alle rufen völlig aufgeregt und ohne Ausweg diese Frage in den Raum. Die Verzweiflung steigert sich immer mehr. Was soll denn all das mühen? Was soll ich denn dann tun? Gibt es denn keinen Ausweg? Das geht im Requiem so lange, bis das Orchester auf einem verminderten Akkord ohne Auflösungsabsicht stehen bleibt. Aus der Tiefe baut sich dann aber endlich die Lösung auf und der Chor erhebt sich aus der Asche. Ich hoffe auf dich. Da ist er, der Weg, und er wird verbreitert, vergrößert, er wird lauter und mündet bei Brahms in eine Fuge. Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. Diese Fuge ist außergewöhnlich, da sie sich musikalisch überhaupt nicht von der Stelle bewegt. Die Kontrabässe spielen unablässig ein D und bilden somit die starke Hand Gottes, die sich nicht entweichen lässt. Die Musik versucht, wegzukommen, aber der Orgelpunkt hält sie gnadenlos fest und der Satz endet gewaltig im strahlendsten D-Dur. Es ist nämlich alles etwas wert. Wenn für mich, dann auch für ihn, für Gott. Wenn es mich beschäftigt, dann beschäftigt es auch ihn. Wenn ich unter einem Verlust leide, eines Menschen, eines Haustiers oder eines Gefühls, dann beschäftigt es auch ihn. Und selbst mein allergeringstes Tun, meine Fröhlichkeit und meine Qualen, all das ist doch in seiner Hand. Dass sich auch bei ihnen jede Trauer wieder in Freude verwandeln darf, wie im Requiem, dass sich auch ihr Lied von Moll in Dur ändern darf. Und dass sie das glauben dürfen, alles ist in Gottes Hand, egal wie gering es ist. Das wünscht Ihnen Fabian Kunze, Ihr Pfarrer in Ofterdingen. Musik.